Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 13.02.2020. Ich fasse mich mal ein bisschen kurz. Ich bin heute recht spät dran. Unser DAX lässt aber hier ordentlich den Bullen raushängen. Also der ist ganz cool und kauert hier vor sich hin. Drückt sich Stück für Stück eben weiter oben, folgt hier jetzt dem Pfeil, hat unten keine neueren Tiefs gebracht, ist nicht unter das Donnerstags, unter das Dienstagstief zurückgefallen und demzufolge war jetzt hier nach oben noch Potenzial. Die 27,47, die war ganz interessant. Da hat er sich ganz schön lange ausgebissen, hat es dann aber drüber geschafft. Nächste Marke wäre dann hier um die 8,7 drum, darüber hinaus sogar schon 8,90. Bei der 8,7 bin ich gespannt. Die 27,47, die war eigentlich schon, wie soll ich sagen, also die hätte schon mehr Zeug für eine Reaktion gehabt. Da wir das nicht gesehen haben, gehe ich davon aus, dass er sich das jetzt hier aufgespart hat und dann von hier entsprechend runterzündet. Das heißt, sobald er hier oben am Ziel ankommt, können wir gleich mal noch ein paar Pfeilchen mitnehmen. Dürfte eine deutlichere Reaktion kommen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man entweder auf das hoch oder auf das hoch zurückprallt, ne? Also entweder macht man das Gap hier zu oder man dreht vorher und macht hier so die 6,70. Aber so 6,70, 6,80 kann mir gut vorstellen. Und dass das jetzt hier kommt, deswegen würde ich jetzt hier einfach mal unseren Pfeil ergänzen um eine kleine Abwärtsroute im Sinne von so. Und dann aber natürlich auch direkt wieder nach oben, ne? Markt ist noch recht bullig. Also das könnte von da oben dann einmal hier runter. Von der Reaktion, ne, auf die Zone hier oder hier und dann eben wieder zurück. Sollte es der DAX gar drüber schaffen, müsste man davon ausgehen, dass er auch oberhalb von 800 dann sogar noch die 900 anlaufen kann. Dann sind wir schon fast bei der 14.000. Ne? Geht jetzt doch relativ flugs, schneller auch auf jeden Fall, als es sein müsste. Der DAX hat ja genug Zeit. Ne? Wir haben ja Ziel aus dem Monatschart 14.500. Bis Mitte März, das sind noch einige Wochen hin, das sind noch gut 4 Wochen, also so viel Stress braucht er gar nicht machen, wie er momentan aufs Parkett bringt. Ich mag solche Phasen nicht so gern, das ist einfach nicht, das ist nicht meins, wenn der so langsam steigt und an den Marken so wenig reagiert. Da hat man auch nicht wirklich schöne Signalkerzen, das ist halt einfach aussitzen, ne? Reingehen, aussetzen, warten, bis ein Rücksetzer kommt, bis der grün auftritt und dann mitgehen. Das funktioniert in solchen Bewegungsphasen ganz gut. Deswegen sollte man hier eben jetzt auch mal drauf achten, wenn er jetzt nach unten ballert, wie gesagt, oben von der 800 runter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bis auf die 670 gehen dürfte. 690, 670, das wäre Station 1. Station 2 ist dann hier 640 bis Gap Close 625. Na, aber ich glaube schon, dass wir da mal eine deutlichere Reaktion auch sehen müssen, werden, einfach weil die 27 nicht gut genug kam. Ne, wäre die einen Tacken tiefer gekommen, hätte der DAX sogar mehr Potenzial oben raus. Aber ich glaube, da kommt jetzt, kommt da mal ein bisschen was zurück. Ist deswegen ein bisschen gegen den Trend analysiert, aber es passt halt einfach auch auf Donnerstage, wo unser DAX sich eh immer ein bisschen, naja, ein bisschen doof anstellt, ein bisschen hin und her jumpt. Ja, von daher, also ich gebe ihm Platz bis 98, denke aber, wenn die 800 reagiert, dass da gut Platz ist. Ja, und sollte auch die 890 überlaufen werden, dann kommt die 14.000. Und da oben sehen Sie es. Deswegen sind oberhalb die nächsten wichtigen Marken eben dann die 805, 807, darüber die 890, 13.890 und dann schon die 14.000. Und dann ist es auch gar nicht mehr so weit. Können wir den vielleicht hier sogar noch mitnehmen. Na, das sind jetzt so unsere nächsten Bewegungszonen. Aber eigentlich fehlt hier noch hier fehlt noch ein Rücksetzer. Der kam nun zum Mittwoch nicht. Der durfte nun zum Donnerstag folgen. Und deswegen lassen wir das einfach jetzt mal so im Raum stehen. Pausieren würde ich. Wir haben schon lange gar keine richtigen Pfeile. Warum haben wir denn immer? Hä? Warum haben wir denn die immer? Die ganze Zeit jetzt immer? Egal. Machen wir hier unsere favorisierten Routen. Machen wir wieder ein bisschen blauer. Damit da auch ein bisschen Priorität reinkommt. Weil das wäre tatsächlich das, wo ich jetzt mehr drauf geben würde. Das heißt natürlich auch, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, einen Short zu suchen. Zum Donnerstag da oben. Könnte ich mir durchaus vorstellen, jetzt wo alle gar keinen Bock mehr auf Short haben und sich bestimmt auch gar keiner mehr traut, weil der Markt einfach so zäh, brutal nach oben gelaufen ist, klappt das meistens dann ganz gut. Na, und deswegen wäre hier auf die 6,50 ein Ding, aber man kann sich da ruhig Stundenschluss über ja, 8,10, 8,15
Mehr muss man sich nicht angucken, ne? Weil sonst kann man auch die 8,90 nochmal abwarten, vielleicht sogar nochmal long dann bis da hochgehen. Das denke ich schon. Und natürlich hier unten ist auch eine schöne, das sind schöne Long-Zonen hier, 96, 670, als auch das hier unten. Das sind schon schöne Zonen. Dort würde ich allerdings abwarten, bis er sich gefangen hat, bis er unten ein bisschen zur Ruhe kommt, zur Seite macht, wieder auftritt und dann Long rein. Nenne ich jetzt einfach dann ins fallende Messer reinhauen. Wenn das nämlich zu viele machen, dann steht er auch ganz schnell hier unten bei der 5,30. Ne, und dann wird es ein bisschen komisch in der Kiste. Okay, also machen wir so, machen die Kiste zu, gucken noch kurz in den Tageschart, aber da hat man, glaube ich, jetzt erstmal keine Pfeile. Zeigt uns aber auf jeden Fall, dass er unsere Kante hier oben nicht mehr mithaben möchte, deswegen kommt die, fliegt die raus. Da sind wir nicht dolle tolerant, wenn unsere Marken hier nicht angenommen werden vom Markt, dann weg. Und da sehen Sie auch, hier kommt eine 8,11 und hier kommt eine 13,79. Das heißt, der Bereich. Hier bekommt Support aus dem Tageschart und auch der Bereich da oben bekommt Support aus dem Tageschart. Das heißt, die beiden sollte man höher wichten, wenn man da was probieren will. Und ich meine, unser DAX ist weit gelaufen. Der Tendenz ist auf jeden Fall erstmal noch aufwärts. Ne, drückt das sich hoch, aber ich könnte es mir vorstellen, die 13.800, warum nicht? Sind jetzt alle so davon überzeugt, dass es hier ewig steigen wird. Dann nochmal ein schöner knackiger Stoß nach oben zum Morgen und dann pup, weg die Kiste. Ich fände es geil. Mal gucken, ob er mitspielt. Schauen wir mal. Gut, ich drücke Ihnen die Daumen, dass wir es rausgezogen kriegen. Viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Tschö.